Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich eines feststellen. Diese Bundesregierung ist seit Jahren die kommunalfreundlichste Regierung, die dieses Land je hatte. Und das darf ich als ehemaliger Bürgermeister hier auch feststellen. Vor der Corona-Pandemie war die finanzielle Situation der Kommunen sehr erfreulich an vielen Stellen. Es gibt auch sicherlich andere Gegenden. Es gab Finanzierungsüberschüsse und es gab auch eine ordentliche Investitionsentwicklung. Trotzdem hat der Bund investiert in die Kommunen, in Bildung, in Kita, in ÖPNV. Die Milliarden wurden hier genannt. Nebenbei sind noch ein paar kleinere Programme gelaufen, wie das Sportstättenprogramm. Es laufen Denkmalschutzprogramme. Es laufen Digitalisierungsprogramme und, und. Das heißt, wir nehmen hier schon Geld in die Hand, damit die Menschen in den Kommunen eine vernünftige Wohn- und Lebensqualität haben. Trotzdem, das will ich an der Stelle natürlich auch nicht leugnen, oftmals erleben wir auch einen Investitionsstau. Das liegt aber nicht am Geld. Geld wird viel ins Schaufenster gestellt. Und ich höre oft aus den Rathäusern, wir haben kein Geldproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und es wird begründet mit fehlendem Personal in den Behörden, es wird begründet zu wenig Planungskapazitäten, es fehlen Baukapazitäten und manchmal macht die Bürokratie einem Bürgermeister auch das Leben schwer. Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pandemie hat uns noch vor zusätzliche Herausforderungen gestellt und Olaf Scholz hat mit Sicherheit mit dieser großen Koalition auch das Heft des Handelns in die Hand genommen. Mit zwei Nachtragshaushalten haben wir hier viel Entlastung geschaffen und haben natürlich auch versucht, die Infrastruktur in den Kommunen aufrechtzuerhalten, ebenso auch im Beschäftigungsbereich. Zudem arbeiten wir, das haben wir auch gerade gehört, an einem Ausgleich bei der Gewerbesteuer. Das wird in Kürze hoffentlich erfolgen, dass wir die Hälfte dessen, was fehlt, ausgleichen wollen. Ich hoffe, die Länder ziehen hier genauso mit. Ähnlich ist es auch bei den Leistungen zur Unterkunft. Auch hier wollen wir um 25% unseren Anteil erhöhen. Der Bund hilft den Kommunen und wir stärken den Zusammenhalt. Wir müssen natürlich diesen Weg weitergehen. Und wir dürfen die Kommunen auch bei dem Thema Altschuldenproblematik nicht im Regen stehen lassen. Und da müssen wir auch helfen. Auch hier hat Olaf Scholz schon erste Handlungsempfehlungen und Lösungen erarbeitet. Regionen wie das Ruhrgebiet, die sicherlich stark vom Strukturwandel betroffen sind, würden sich freuen, wenn hier aus Berlin und aus den Ländern entsprechende positive Signale kommen. Die Grünen können hier mit Herrn Kretschmann, Herrn Laschet, den RW überzeugen, dass eine Notwendigkeit für derartige Hilfsmaßnahmen bestehen. Meine Damen und Herren, ich lade alle Demokraten in diesem Hause ein, sich weiterhin aktiv und konstruktiv in die Diskussion zu begeben. Unsere klare Botschaft an die kommunale Familie: Wir werden auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner sein und wir hoffen, dass die Länder uns da auch anständig begleiten und uns kräftig unterstützen. Dankeschön.